Hallo Zajo. Klicken Sie hier, um sich anzumelden. Kopf hoch, Frank! Eines Morgens besucht Garni die Feuerwache. Hallo, Freunde! Garni! Garni, was ist los? Also, es ist... Wow! Das ist wirklich die Feuerwehr? Das ist Yun. Er wollte Frank sehen, also habe ich ihn zur Feuerwache gebracht. Ha, wirklich? Ja, die Feuerwehr mag ich am liebsten. Schön, dich zu sehen, Yun. Du kannst mich jederzeit besuchen kommen. Feueralarm! Feueralarm! Rettungskommando, melden Sie sich zum Dienst! Alles, wir müssen los. Ja. Garni, fahren wir! Meine Güte! Oh nein. Das Feuer breitet sich aus! Moment, ja, richtig. Überlass das mir! Ja, los geht's. Oh nein! Der Wasserstrahl kommt nicht nah genug heran. Was mache ich nur? Keine Sorge, Kinder. Gute Arbeit, Frank. Nein, ich habe am Ende doch gar nichts erreicht. Du warst der Beste! Du bist viel toller als Frank. Stimmt, genau. Wirklich. Frank, du warst heute toll. Er hat recht, Frank. Bitte hör nicht auf die anderen. Oh, Kinder, vielen Dank. Beim nächsten Mal werdet ihr staunen, wie gut und effizient ich arbeite. Am folgenden Tag trainiert Frank im Freien. Ich kann es immer noch nicht. Arbeite nicht zu hart. Du könntest kaputt gehen. Nein, ich muss stärker sein, damit ich Feuer in hohen Gebäuden löschen kann. Frank! Hallihallo. Was macht ihr denn hier? Oh, wir haben gehört, dass du hier trainierst. Können wir dir denn irgendwie helfen, Frank? Ich will auch helfen. Wirklich? Aber... Wieso denn nicht? Sie wollen helfen, weil sie dich gern haben. Gut, dann zähle ich auf euch. Juhu! Ich trainiere mit Frank! Garni und Yun bieten Frank Hilfe beim Training an. Oh, das funktioniert nicht. Frank! Hm? Kopf hoch! Frank! Du bist der Beste, Frank! Oha. Okay, ich versuche es noch einmal. Haha, hurra! Ich hab's geschafft! Oh, das tut mir aber leid. Toll! Versuchen wir es diesmal ein wenig weiter. Wow, du hast es geschafft! Frank ist der Beste! Jetzt ist ein Feuer in einem hohen Gebäude kein Problem mehr. Ja, natürlich. Feuer in einem Stadtgebäude. Zum Einsatz melden. Also gut. Jetzt kann ich zeigen, wie hart ich trainiert habe. Halt! Rocky! Frank, es ist dieses Gebäude, dort drüben. Kann Frank das schaffen? Ich weiß nicht. Es scheint höher zu sein als letztes Mal. Diesmal schaffst du es, Frank. Los geht's! Juhu! Er hat es geschafft! Ich wusste, dass er es hat sich gelohnt. Ich hab's geschafft. Was? Frank, sieh mal das Dach! Oh nein! Das müssen wir sofort löschen! Oh nein! Es ist zu weit oben! Etwas höher, noch ein bisschen, höher. Oh nein, Frank.
trainiert. Überlass das mir. Seht mal, da oben ist er. Ich wusste, dass er es schafft. Ja, großartig! Ja! Sieh dir Frank an. Er ist ganz nass. Er tut mir leid. Frank, mach dir keine Sorgen. Na, es tut mir leid. Ich gehe jetzt schon mal. Oh, Frank. Der kleine Bus. Frank, gehen wir trainieren? Was? Oh, ihr seid hier. Frank, was machst du? Naja, ich gieße die Blumen. Ich denke, das passt perfekt zu mir. Vielleicht sollte ich meinen Job wechseln. Was? Alles? Frank benimmt sich komisch. Ich glaube, er ist noch schockiert von gestern. Frank, du kannst doch mit mir üben. Oh, wozu? Er kümmert sich doch darum, wenn es irgendwo brennt. Nein, wir brauchen Frank. Er hat recht. Du bist ein Feuerwehrauto. Ich bin eine Feuerwehr, die offenbar keine Feuer löschen kann. Niemand braucht mich. Was? Das ist nicht der fantastische Frank, den ich kenne. Oh. Ich gehe. Oh, Jun. Alles... Ich glaube, ich brauche etwas Luft. Oh. Frank? Jun, warte auf mich! Oh je. Jun, sei doch nicht so traurig. Ich bin so von Frank enttäuscht. Frank wird es bald wieder besser gehen. Was? Was ist das für ein Geruch? Ah, was? Feuer! Feuer! Jun, geht es dir gut? Nein! Gemeinde geht's durch. Oh nein, Feuer! Oh nein, was ist das? Das ist nicht der fantastische Frank, den ich kenne. Ganz genau. Ich bin überhaupt nicht fantastisch. Hä? Ist das nicht er? Wo eilt er denn hin? Könnte das ein Unfall sein? Ist doch egal. Er ist im Einsatz, also brauchen Sie mich nicht. Meine Güte, es brennt im Tunnel. Da kann ich überhaupt nichts tun. Wie viele Autos sind im Tunnel? Das weiß ich nicht. Es sind bestimmt eine Menge. Rocky, Pep! Ich habe gehört, dass Garni drin ist. Wo ist Frank? Er antwortet nicht. Sein Funkgerät ist wohl ausgeschaltet. Was? Frank, wo bist du? Ich werde müde, wenn ich nichts zu tun habe. Ja, ich hab's geschafft. Du bist der Beste. Stimmt. Wenigstens haben Sie Spaß. Frank ist der Beste. Glaubst du das wirklich? Jun? Was mache ich denn nur? Na los, ich bin Frank, die Feuerwehr. Notfall, Brand im Tunnel. Bitte um Unterstützung. Was? Jemand muss mir helfen. Hilf uns, Frank. Jemand muss Garni retten. Garni! Oh nein! Ich kann doch nicht warten. Wir müssen reingehen. Nein, das ist zu gefährlich. Aber wir müssen etwas tun. Ich muss was machen. Was? Ist das nicht? Frank! Alle zurücktreten. Juhu! Los geht's! Ja! 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 Ja!
Komm schon, Frank. Frank, bitte. Komm schon. Du schaffst das, Frank. Mir geht's gut. Frank! Ich wusste, dass du uns retten würdest. Nein, ich muss dir danken. Ich hatte nur den Mut zu kommen, weil du mir vertraut hast. Frank! Tut mir leid, dass ihr euch Sorgen gemacht habt. Ich schwöre auf den Namen von Frank der Feuerwehr, dass das nie wieder passieren wird. Juhu! Du bist wirklich der Beste, Frank. Frank! 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 Frank verspricht sich, dass er weiterhin sein Bestes tun wird, um seine Freunde zu schützen. Pet lacht. Speed und Shine rasen durch die Straßen. Juhu! Siehst du, ich bin schneller als du. Von wegen! Hä? Oh. Speed, Shine, haltet sofort an! Hey, ihr beiden, ich hab euch doch gesagt, dass es gefährlich ist zu rasen. Ja. Jetzt reicht's. Euch beiden ist das Fahren auf der Straße untersagt. Was? Es war doch nur dieses eine Mal. Wir machen's auch nie wieder. Okay, das ist das letzte Mal, dass wir euch davonkommen lassen. Nein, diesmal kommt ihr nicht ungestraft davon. Wookie! Pet! Hä? Hallo! Hä? Oh, hallo! Hä? Tayo, du stehst auf der Haltelinie. Hä? Ha? Es tut mir leid. Ich wusste es nicht. Für deine Sicherheit musst du dich an die Regeln halten. Ha? Oh, ich bin nur ein bisschen drüber gewesen. Was? Tayo, es mag eine kleine Regel sein, aber nächstes Mal musst du dich daran halten. Okay. Also dann, ihr müsst auch vorsichtig sein. Für heute könnt ihr gehen. Oh, okay. Okay, tschüss. Bis später, Pet. Rocky. Du solltest sie nicht so einfach gehen lassen. In letzter Zeit halten sich viele Autos nicht an die Regeln, also müssen wir strenger sein. Seitdem begann Pat, die Autos strenger zu überwachen. Du bist überladen. Es tut mir leid. Hab ich recht? Du musst auf die Straße achten, wenn du fährst. Ein kleines bisschen zu weit. Du musst genau an der Haltestelle anhalten. Pet geht ein wenig zu weit. Ja! Ja! Kommt, lasst uns Ball spielen. Es kitzelt, was ist das? Das ist eine Feder. Und wenn ich das mache, wie ist das? Es kitzelt, ja? Oh! Oh nein! Wisst ihr nicht, dass es gefährlich ist, mit einem Ball an der Straße zu spielen? Was, wenn ihr einen Unfall verursacht? Ihr habt bestimmt Angst gehabt. Weint doch nicht. Was ist passiert? Pat, also wirklich, du hättest nicht so hart zu den Kindern sein müssen. Wir müssen ihnen sagen, was sie falsch gemacht haben, damit sie es nicht wieder tun. Du kannst das trotzdem auf nettere Weise machen. Ich finde, Pat ist in letzter Zeit so furchterregend. Ja. Ich habe nichts falsch gemacht. Ich habe zu viel Angst vor Pat, um überhaupt auf die Straße zu gehen. Ich wünschte, Pat würde etwas netter sein. Ja. Am nächsten Tag. Ich muss heute hart arbeiten, wie immer. Hä? Huh? Hallo. Hallo, Frau Lehrerin. Was ist der Anlass? Hallo. Wir machen eine Verkehrssicherheitsstunde im Kindergarten. Und wir hoffen, dass Sie kommen und die Kinder unterrichten können. Aha. Das ist ja mein Fachgebiet. Ich komme dann einfach mit Pat. Eigentlich wäre es gut, wenn Sie alleine kommen könnten. Die Kinder haben seit dem letzten Mal ein bisschen Angst vor Pat. Oh. Worum ging es, Rocky? Ach nein, es ist nichts. Pat, wie wäre es, wenn du ein bisschen netter wärst?
Was? Polizisten müssen ihre Arbeit ernst nehmen, um für Ordnung zu sorgen. Okay. Oh, da sind Speed und Shine. Hey, ihr beiden, benehmt ihr euch heute? Natürlich. Wir werden nie wieder rasen, versprochen. Oder? Natürlich. Oh ja. Was ist denn los? Was? Pat? Geht es dir gut? Ja, ja, ihr könnt jetzt gehen. Pat scheint gut gelaunt zu sein. Ich weiß. Ich habe ihn noch nie so lachen gesehen. Hey, Pat, was ist los? Ich weiß nicht. Etwas kitzelte mich plötzlich. Oh, das ist bestimmt diese Feder, die Pat kitzelt. Tayo, der kleine Bus. Hallo, Tayo. Cookie, Pat. Ich habe diesmal richtig an der Haltelinie angehalten. Okay, Tayo. Wir fahren vor. Was ist mit Pat los? Na, ist ja auch egal. Trotzdem war es ein Kompliment. Selbst dann platzt Pat immer wieder vor Lachen. Hallo! 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 Hallo, Nuri! Hallo! Pat scheint wirklich gut gelaunt zu sein. Ja, wirklich. Pat, ist alles okay? Vielleicht sollten wir zur Werkstatt fahren, wenn du dich nicht wohlfühlst. Ja, das denke ich auch. Was ist denn los? Hast du dich verlaufen? Ja. Keine Sorge, ich bringe dich zum Kindergarten, okay? Folge mir. Was ist denn los? Und Pat macht mir Angst. Ich will nicht einsteigen. Was? Nein, Pat ist nicht gruselig. Nein, ich will nicht einsteigen. Siehst du, Pat ist doch nicht unheimlich, oder? Sollen wir jetzt zum Kindergarten fahren? Ja! Okay. Du hattest bestimmt Angst. Pat ist hier. Das Pat. Vielen Dank, Rookie. Pat. Gerne. Dafür sind wir doch da. Mensch, was kitzelt mich? Ich muss morgen in die Werkstatt. Wir sind zurück! Willkommen zurück! Tayo, du scheinst gute Laune zu haben. Ja, hab ich. Pat machte mir vorhin ein Kompliment. Er hat so gelacht, als er es sagte, und das hat mir auch gut getan. Das stimmt. Pat scheint heute aber wirklich gut gelaunt zu sein. Ich wollte mich wirklich an die Verkehrsregeln halten, weil er so nett war. Oh, wirklich? Ich werde die Regeln befolgen, damit Pat mich auch loben kann. Das ist bestimmt schwer für dich, Rogi. Was? Wie bitte? Am folgenden Tag kommt Pat für einen Check-up zur Werkstatt. Es scheint alles in Ordnung zu sein. Wirklich? Ich frage mich, was los ist.
Oh! Hannah, hast du etwas gefunden? Sieh mal hier! Huh? Es kitzelt! Was ist das? Diese Feder hier hat Pat die ganze Zeit gekitzelt. Was? Sieh mal! Es kitzelt! Wenigstens kennen wir jetzt den Grund. Stimmt's, Pat? Oh? Ich habe so gelacht. Es wird mich keiner mehr ernst nehmen. Hm? Polizisten müssen ernst genommen werden. Und jetzt wird niemand auf mich hören. Also das glaube ich kaum. Was? Fahr raus auf die Straße. Dann wirst du es schon selbst sehen. Was meinte Hannah, dass ich überrascht sein werde? Hallo! Oh, hallo! Guten Morgen! Hä? Oh! Hä? Darf ich mich in dieser Spur einordnen? Natürlich! Siehst du? Pat, scheint die Stadt nicht heller und sicherer zu sein, nachdem du angefangen hast zu lachen? Alle halten sich an die Regeln, auch wenn du ihnen keine Angst machst. Oh, das stimmt. Ich wollte zu streng und autoritär erscheinen. Aber von jetzt an werde ich mir richtig Mühe geben, freundlicher zu sein. Gute Idee. Oh. Oh, hallo. Erinnerst du dich noch an die Verkehrssicherheitsstunde? Kannst du vielleicht doch mit Pat kommen? Die Kinder wollen ihn jetzt doch treffen. Ja! Natürlich, das machen wir gerne. Rocky, wer war das? Du freust dich so. Im Kindergarten wird eine Sicherheitslektion durchgeführt und die Kinder wollen, dass du kommst. Du kommst doch mit, oder? Ja, natürlich. Auch ohne die Feder ist Pat immer noch ein netter Polizist, der die ganze Zeit lacht. Er, der mutige Hubschrauber. Es ist ein sonniger Nachmittag und Tayo fährt über die Brücke. Was für ein wunderschöner Tag. Oh, es ist Pat. Was ist denn da los? Ich werde es mir ansehen. Was ist denn da wieder los? Nein. Rocky, Pat. Tayo! Was ist los? Dort drüben! Oh? Ah! Wir sind hier! Oh. Hilfe! Oh nein! Sieht aus, als ob sie gleich reinfallen! Er müsste bald hier sein. Da ist er! Oh? Oh! Das ist er, der neue Hubschrauber von der Feuerwehr. Ich komme zur Rettung! Gut gemacht, Herr. Danke. Entschuldigung. Huh? Du warst wirklich, wirklich fantastisch. Danke, ich mache nur meine Arbeit. Ich bin Tayo. Nett, dich kennenzulernen. Ganz meinerseits. Nun, ich muss jetzt wieder zur Arbeit. Bis bald. Okay, bis bald. Erstaunlich? Was denn? Ich habe gesehen, wie ein Hubschrauber Menschen gerettet hat. Ein Hubschrauber? Ja, sein Name ist Er und er ist neu im Rettungsteam. Es war fantastisch. Er flog vom Himmel herunter und hat Menschen aus dem Wasser gerettet. Wow. Das klingt großartig. Da ich ihn ja schon kenne, stelle ich euch vor, wenn wir ihn das nächste Mal sehen. Wow, ich freue mich darauf, ihn kennenzulernen. Ich auch. Was soll ich ihm sagen? Hallo, ich bin Tayos Freundin Lani. Ernsthaft? Was? Ist das komisch? Die kleinen Busse scheinen sich zu freuen, Er kennenzulernen. Am nächsten Morgen fuhr Lani ihre Strecke. Gani hilft Ruppi beim Putzen des Spielplatzes. So, alles erledigt. Gute Arbeit, Ruppi.
Huh? Wow, das ist bestimmt er. Yeah. Ja, er ist der neue Hubschrauber von der Feuerwehr. Wow, so cool. Rufen wir ihn. Hey, hallo, er. Oh, hallo. Woher kennt ihr meinen Namen? Nun, Tayo hat uns von dir erzählt. Aha, ihr müsst Tayos Freunde sein. Ja, ich heiße Gani. Ja, und ich bin Ruby. Ha, schön, euch kennenzulernen. Er, wenn du nicht zu beschäftigt bist, könntest du vielleicht mit uns spielen? Mit euch spielen? Hier? Oh, wir sind ein bisschen schmutzig, oder? Entschuldigung, wir haben geputzt. Es tut mir sehr leid. Vielleicht nächstes Mal. Auf Wiedersehen. Er ist wieder weggeflogen. Hm, vielleicht weil ich so schmutzig bin. Er ist da! Oh, ich bin so müde. Hallo, ja! War was? Wer bist du? Ich bin Tayos Freund Rogi. Ich habe hier gewartet, um mit dir zu reden. Oh, verstehe. Wow, du kannst wirklich fliegen. Das ist so cool. Warte, komm nicht so nah ran. Wow, du bist wirklich erstaunlich. Bleib mir vom Leib. Ich meine... Du bist so gemein. Hey, warte. Hallöchen. Oh? Was ist denn los? Was ist passiert? Oh, es ist gar nichts. Es ist nicht gar nichts. Er hat uns alle ignoriert. Was? Er hat mich nicht einmal angesehen, als ich immer wieder seinen Namen rief. Und er flog einfach weg, als Gani ihn zum Spielen einlud. Wirklich? Ja. Ich glaube, weil ich vom Putzen so schmutzig war. Und mir hat er gesagt, ich solle ihm vom Leibe bleiben. Was? Das gibt's doch gar nicht. Doch, er denkt, er ist zu schade für uns. Nein, nein. Dann muss ich jetzt mit ihm reden. Tayo, der kleine Bus. Hallo, da ist er ja. Ich bin's, Tayo. Was? Ignoriert er mich jetzt auch? Hallo, Tayo, was machst du denn hier? Hast du nicht gehört, wie ich dich gerufen habe? Nein, tut mir leid. Ich höre nicht so gut, Tayo, wegen meines Propellers. Was? Also, vielleicht... Hast du heute früh gehört, wie meine Freundin Lani dich gerufen hat? Ah, nein. Ich habe sie bestimmt wegen des Lärms überhört. Ich hab's gewusst. Aber warum hast du abgelehnt, als Gani mit dir spielen wollte? Ah... Der gerade geputzt hat. Wenn ich ihm zu nahe gekommen wäre, hätte ich den Müll, den sie gesammelt hatten, weggeblasen. Es ist schade, denn ich wollte wirklich spielen. Ach deswegen. Aber warum hast du Rogi gesagt, er soll dir vom Leib bleiben? Rogi? Er kam mir wirklich zu nah. Ich hatte Angst, er würde sich an meinem Propeller verletzen. Also schrie ich ihn aus Versehen an und fühlte mich wirklich schlecht. Das war also bloß ein Missverständnis. Meine Freunde sind sehr enttäuscht, weil sie denken, dass du das alles mit Absicht getan hast. Ich verstehe. Ich werde mit ihnen reden. Gehen wir das klären. Aber... Komm schon! Tayo, selbst wenn wir das klären, weiß ich, dass sie nicht mit mir befreundet sein wollen. Was? Das war schon immer so. Wir sehen nicht nur anders aus. Ich kann auch nicht auf dem Boden fahren, wie ihr. Also war ich immer allein. Da musst du dir wegen mir also nicht so viel Mühe machen. Dann kläre ich das jetzt mit ihnen. Hä? Tayo. Was? Das gibt's doch gar nicht. Es stimmt. Also müsst ihr nicht auf ihn sauer sein. Wenn das stimmt, warum ist er dann nicht hier, um es uns selbst zu sagen? Siehst du? Er denkt, er ist zu gut für uns. Nein, ihr täuscht euch. So ist das nicht. Ich gehe schlafen. Also wirklich?
Am nächsten Morgen fuhr Tayo seine Strecke. Oh, was soll ich denn jetzt nur tun? Oh. Oh! Ah! Oh, ein Feuer! Ah! Räumt die Straßen, das ist gefährlich! Ah! Tayo, schaut mal! Da, da oben ist ein riesiges Feuer! Ich weiß! Hör zu! Lori, wir haben ein Problem! Hannah ist in diesem Gebäude! Was? Ich habe sie vorhin hier abgesetzt. Wirklich? Oh nein, seht mal! Oh. Hannah! Sie ist tatsächlich da oben! Hannah! Oh ja! Oh nein, es ist zu hoch! Oh nein! Helikopter Air, zur Rettung! Oh nein! Er kann wegen des Rauchs nicht näher kommen! Es ist gefährlich für ihn! Ich schaffe das! Oh, er ist in den Rauch geflogen! Mir geht's gut, Kinder. Er hat mich gerettet. Bis später. Warte! Oh. Danke, dass du Hannah gerettet hast, Er. Vielen, vielen Dank dafür. Vielen Dank. Das war doch kein Problem. Und es tut uns leid. Ja, weil wir dich die ganze Zeit missverstanden haben. Ja, es war falsch von uns, dich so zu verurteilen. Es tut uns leid. Das ist schon okay. Es tut mir leid, dass ich mich nicht klar ausgedrückt habe. Aber wollt ihr gerne meine neuen Freunde werden? Sehr gerne! Das ist toll! Hi, Er. Hm? Kann ich auch deine Freundin sein? Wir könnten deine neuen Freunde sein. Wie schön. Das fände ich wirklich toll. Vielen Dank. Er, der mutige Hubschrauber, hat viele neue Freunde gefunden. Jetzt ist er nicht mehr einsam. Das perfekte Duo, Rookie und Pat. Tayo ist fröhlich unterwegs. Hier ist die Haltestelle. Wer macht denn so etwas? Oh, was ist denn da los? Meine Güte. Oh! Wer zum Kuckuck war das? Ich kann wegen der Kritzeleien die Busstrecke nicht sehen. Ah, woher sollen wir wissen, mit welchem Bus wir fahren sollen? Wer kritzelt denn über die Busstrecken? Das ist so nervig. Oh, willkommen im Bus! Oh! Hallo, Pat, Rookie. Oh, hallo. Was ist denn hier los? Jemand kritzelt neuerdings über die Busstrecken. Deshalb untersuchen wir die Situation. Ah, verstehe. Das muss anstrengend sein. Tayo, wenn du jemanden kritzeln siehst, sag's der Polizei. Jawohl, Rookie. Dann fahre ich jetzt. Bis bald. Also, fangen wir mit der Ermittlung an. Wo fangen wir an? Kannst du Hinweise finden, Rookie? Nein, keine Besonderheiten. Einen Moment mal. Ja, das ist es. Sieh dir das an, Pat. Wenn wir die Informationen des Vorfalls hier eingeben, können wir den nächsten Tatort vorhersagen. Ha, der nächste Tatort müsste an Haltestelle Nummer 8 sein. Ich vertraue Computern nicht sehr gerne. Sorgfältige Untersuchung ist die beste Methode. Na dann, los geht's. Okay, okay. Um den Verbrecher zu finden, suchten Rookie und Pat den ganzen Tag. Wir haben überall gesucht, aber nichts gefunden.
Wir hätten auf den Computer hören und an Haltestelle Nummer 8 warten sollen. Eine Ermittlung dauert in der Regel einige Zeit. Ah, das sagst du doch immer. Der Verbrecher wurde an der Haltestelle Nummer 8 gesichtet. Sofort dort melden. Was habe ich dir gesagt, Pat? Ich hatte von Anfang an recht. Was? Wir müssen schneller fahren. Mal sehen. Ha, Pat, hier links abbiegen. Ich glaube, so geht es schneller. Vertrau mir, ich kenne die Straßen hier. Besser als jeder andere. Aber... Ich kenne den Weg. Ja, 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 okay. Oh nein, hier wird gerade gebaut. Was habe ich dir gesagt? Die Navigation war richtig. Fahren wir zurück. Ja, gut. Wann kommen Sie? Wo ist der Verbrecher? Warum kommen Sie so spät? Er ist vor ein paar Minuten geflohen. Es tut mir leid. In dieser Nacht versammelten sich alle kleinen Busse im Busdepot. Habt ihr das Gekritzel an den Haltestellen gesehen? Ja, haben wir. Fang bloß nicht damit an, das hat mir heute Schwierigkeiten bereitet. Ja, das stimmt. Viele der Passagiere sind angeblich in die falschen Busse gestiegen. Ja, aber dachtet ihr nicht, dass das Gekritzel gut gezeichnet war? Da waren Schmetterlinge und Blumen. Es war schön. Wie bitte? Was? Was meinst du denn damit? Über die Busstrecken zu kritzeln ist verkehrt. Ich weiß. Ich meine nur, dass es schön aussah. Wie auch immer. Rookie und Pat wollen, dass wir es der Polizei melden, wenn wir den Verbrecher sehen. Ja, natürlich. Okay. Ein paar Tage später. Ich bin so müde. Pat, wir können nicht nur die Gegend patrouillieren. Warten wir an dem Ort, den der Computer voraussagt. Du vertraust dem Computer mehr als mir. In Zeiten wie diesen müssen wir noch gründlicher suchen. Also bitte. Es scheint, als hätten Pat und Rookie den Verbrecher noch nicht geschnappt. Rookie! Pat! Tayo! Tayo! Warum bist du nicht zurück zum Busdepot gefahren? Ich bin gerade auf dem Weg. Rookie, hast du den Verbrecher schon geschnappt? Nein, wir suchen noch, aber es ist nicht so einfach. Wir hätten ihn schon erwischt, wenn Pat auf mich gehört hätte. Was hast du gesagt? Auf den Computer zu hören und am Tatort zu warten, ist eine reine Zeitverschwendung. Überall zu suchen ist auch eine Zeitverschwendung. Und ermüdend. Pat? Rookie! Patrouilliere allein. Ich mache es auf meine Art. Tayo, kannst du mich ein Stück mitnehmen? Ich? Mach, was du willst. Ich werde die Straßen überwachen. Das sieht aber nicht gut aus. Tayo, der kleine Bus. Danke, Tayo. Dann fahre ich jetzt. Okay. Oh, Pat und Rookie. Alles okay mit den beiden? Alle suchen nach dem Verbrecher. Das ist unglaublich! Das ist der Verbrecher! Das muss ich Rookie melden. Aber was ist, wenn der Verbrecher in der Zwischenzeit entkommt? Tayo! Tayo, warum bist du so überrascht? Sei still! Sieh mal da drüben! Ja, da. Das ist der Verbrecher! Also, Lani, ich hole jetzt Rookie, okay? Lass den Verbrecher nicht entkommen! Ich? Wie? Ich vertraue dir, Lani! Es gibt keinen anderen Weg! Okay, überlass das mir. Dann fahre ich jetzt. Okay, aber beeil dich. Ich schaff das. Ich regle das. So schöne Zeichnungen. Es ist so gut gezeichnet. Ich frage mich, wer das war.
Das war bestimmt jemand Wunderbares. Die Zeichnung scheint noch nicht fertig zu sein. Es wäre schöner, wenn sie fertig wäre. Soll ich sie fertig zeichnen? Oh? Ah! Hab keine Angst. Mein Name ist Andy. Andy? Du hast das hier also gezeichnet? Ja. Meine Güte, ich liebe diese Zeichnung. Sie ist so schön. Wirklich? aber warum zeichnest du es über die Busstrecken? Eigentlich bin ich ein Künstler. Eine Kunstausstellung zu eröffnen kostet sehr viel Geld. So kann ich meine Zeichnungen niemandem zeigen. Deshalb zeichne ich seit Jahren an den Haltestellen. So können viele Leute meine Kunstwerke sehen. Oh, verstehe. Aber du sollst trotzdem nicht über die Busstrecken zeichnen. Die Leute könnten deine Zeichnungen dafür hassen. Ja, das stimmt. Es tut mir leid. Ich wollte nur, dass man meine Kunst sieht. Aber wieso zeichnest du denn nicht einfach woanders? Woanders? Lani! Danke, Tayo. Ein Polizist! Moment! Erkläre ihm deine Situation! Sofort anhalten! Sofort anhalten! Er ist schnell. Oh nein, es tut mir leid. Bleiben Sie stehen! Pat! Es tut mir wirklich leid. Ihr Gekritzel hat eine Menge Probleme verursacht. Ich werde die Zeichnung selbst entfernen. Ja, das sollten Sie tun. Danke, Pat. Du hast den Tag gerettet. Du hattest recht, als du die Gegend patrouilliert hast. Nein, du warst die Rettung, Rocky. Du hast den Verbrecher gefunden. Eigentlich waren es die kleinen Busse, die ihn gesehen haben. Rocky! Huh? Pat! Huh? Oh, da kommen sie. Huh? Habt ihr ihn erwischt? Ja, mit eurer Hilfe. Oh, das ist eine Erleichterung. Oh, du, huh? Rocky, du siehst aus wie Rocky. Ja, die Farbe ist ähnlich. Was? Rogi? Andy! Pat! Rogi! Hallo! Wow, die Straßen sind schöner und das ist alles Andy zu verdanken. Danke! Ich bin ja so froh, dass jeder meine Kunst hier sehen kann. Das ist gut. Wir müssen los. Wir müssen viel patrouillieren. Okay. Rocky, kannst du die schnellste Route dorthin suchen? Klar. Wir können uns immer auf das Teamwork von Rocky und Pat verlassen. Sie sind ein wunderbares Team. Sind fantastisch. Tayo und Rogi fahren nach der Arbeit zurück ins Depot. Warum fahren die Autos denn nicht? Vielleicht stimmt etwas nicht. Oh. Ha? Aus dem Weg bitte, es ist ein Notfall. Alles, fahren wir. Okay. So was Cooles habe ich noch nie gesehen. Tayo und Rogi sind von Frank und Alice verblüfft. Tayo und Rogi sind jetzt nah am Brandort. Alle Autos kehren um. Oh, das ist wahrscheinlich wegen des Feuers.
Aber warum brennt das Haus? Oh, ich weiß nicht. Oh, da ist Rocky. Gehen wir Hallo sagen. Okay. Aha. Hallo, Rocky. Hi, Rocky. Oh, hallo, Tayo. Hallo, Rocky. Was ist denn hier los? Tja, das Gebäude hat gebrannt. Die Feuerwehr hat den Brand gerade gelöscht. Rocky, du wirst hier gebraucht. Ja, ich komme. Ich muss los, Jungs. Okay. Wir sollten auch zurückfahren, Rogi. Tayo, sieh mal dort. Wow! Oh, ich bin wieder schmutzig geworden. Ja, aber es wurde niemand verletzt. Hey, hallo, Leute! Meine Güte, was für süße kleine Busse. Wie heißt ihr? Ich heiße Rogi und das ist Tayo. Freut mich sehr, Tayo und Rogi. Ich bin Frank. Und ich bin Alice. Warum habt ihr uns gerufen? Oh, nun, ihr beiden saht so fantastisch aus. Oh, wirklich? Ich schäme mich, weil ich so dreckig bin. Dann gehen wir uns in der Feuerwache waschen. In der Feuerwache? Die ist ganz schön weit. Gibt es keine Autowäsche in der Nähe? Wollt ihr mit uns mitkommen? Mit euch mitkommen? Wir haben eine Waschanlage im Busdepot. Ja, und die Waschanlage ist ganz neu. Ah, vielen Dank. Schon okay. Wir wollen uns nicht aufdrängen. Das klingt toll. Wir sollten Tayos und Rogis Angebot annehmen. Ist das wirklich okay? Natürlich! Frank? Fahren wir alle zusammen hin? Yippie! Das ist toll! Aber wir fahren gleich nach dem Waschen zurück. Es ist unhöflich, zu lange zu bleiben. Und? Hä? Ey, wartet doch auf mich! Die waren super! Wirklich? Tatütata! Die hatten die Sirenen an! Und alle Autos haben ihnen Platz gemacht! Wow, das ist unglaublich! Hallo! Wow! Alles schön sauber? Ja, dank euch! Danke, Hannah! Kein Problem. Kommt gerne wieder, wenn ihr mich braucht. So, wir sollten uns auf den Weg machen. Jetzt schon? Ja, wir haben uns gewaschen und sollten jetzt losfahren. Mhm. Könnt ihr noch etwas länger bleiben, bitte? Ja, könnt ihr mit uns spielen? Ja, aber vielleicht haben sie was vor. Also, wir sind beide mit der Arbeit fertig. Wirklich? Hm? Alles, aber... Können wir noch etwas bleiben, Hannah? Natürlich. Dein letzter Besuch ist schon eine Weile her. Hurra! Ja! Los geht's! Okay. So, dann gehe ich jetzt zurück zur Arbeit. Und dann habe ich das Feuer mit Wasser gelöscht. Wow! Und ich habe alle Menschen ins Krankenhaus gebracht. Das ist super! Frank, lass uns Fangen spielen! Fangen? Tja, das klingt schon toll. Aber ich bin noch eine Frau und Frauen spielen nicht Fangen. Außerdem ist es gefährlich, im Depot Fangen zu spielen. Aber wir spielen doch hier immer Fangen. Ja, das macht so viel Spaß. Was? Ihr könntet euch dabei verletzen. Ich finde, ihr solltet so etwas Gefährliches nie wieder tun. Okay. Frank? Hä? Darf ich dir eine Tour vom Depot geben? Eine Tour? Das klingt wundervoll. Okay, fahr mir nach. Okay. Alice, du kannst mit mir mitkommen, wenn du willst. Ich führe dich rum. Schön. Komm mit. Na los. Okay, ich komme. Aber ich wollte Fang spielen. Tayo, der kleine Bus. Also, hier übe ich jeden Tag das Fahren. Wow, das sieht fantastisch aus. Das ist mein Lieblingsort. Möchtest du es mal versuchen? Ich? Ja, es macht viel Spaß. Ja, ich denke schon. Wow, was macht man denn hier? Es sieht aus wie ein Kino. Ja, hier sehen wir uns Trainingsvideos an. Und in unserer Freizeit sehen wir hier Fern. Wow, ihr habt echt Glück. Der Bildschirm ist riesig. Und wir haben auch sehr viele Sender. Sieh mal. Ich bin Fireball. Heute Nachmittag. Und jetzt Joeys fantastische Mit Zaubershow. Mit dir fern zu sehen, macht sogar noch mehr Spaß. Oh, mir auch.
habe Langeweile. Oh. Ich dachte, es würde doch Spaß machen, wenn Frank und alles hier sind. Oh. Übrigens, sollen Sie nicht langsam mit der Busdepot-Tour fertig sein? Ich weiß nicht. Oh. 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 Hup. Ha. Hup. Hm. Hup. Wow, du kannst das wirklich gut. Es ist ganz einfach, wenn man die Verkehrsregeln befolgt. Hopp. Ja! Frank, bist du denn von dem langen Spielen nicht müde? Wie kommst du darauf? Ich könnte stundenlang weiterspielen. Hä? Stört dich etwas? Nein. Juhu! Ich will auch fahren üben. Frank, ich gehe mal an die frische Luft. Oh, okay. Garni verlässt das Videotrainingscenter, weil er nicht länger warten will. Oh nein, gefällt dir diese Sendung alles? Ja, ich liebe sie. Ich will etwas anderes sehen. Ja, gerne, aber erst danach. Na klar können wir das. Meine Sendung ist dann aber schon vorbei. Wow, sieh dir das nur an. Das ist unglaublich. Dieser Film ist so aufregend. Ich komm gleich wieder. Lani ist traurig, weil sie wegen alles ihre Lieblingsserie verpasst hat. Was sollen wir jetzt tun? Ich weiß nicht. Hanna scheint auch beschäftigt zu sein. Es sind Garni und Lani. Warum seid ihr so traurig? Wo sind Frank und alles? Frank hat nicht mehr mit der Videosimulation aufgehört. Mir war langweilig. Und ich habe meine Lieblingsserie verpasst, weil alles etwas anderes sehen wollte. Ich dachte, wir würden alle zusammen Spaß haben, wenn Frank und alles vorbeikommen. Stattdessen haben wir ihretwegen gar keinen Spaß. Ja. Das macht überhaupt keinen Spaß. Also, wenn ich das auswechsle... Puh, repariert. Jetzt probiere ich mal aus, ob es funktioniert. Was war das? Das kam von der Werkstatt. Sehen wir nach. Ich muss das Feuer löschen. Wo ist der Feuerlöscher? Die Werkstatt brennt. Wo ist Hanna? Ich glaube, sie ist noch drin. Was sollen wir tun? Hanna! 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 Ihr seid da! Hanna! Was ist passiert? Ein Motor, den ich reparierte, fing Feuer. Ich kann den Feuerlöscher nicht finden. Was sollen wir nur tun? Das Feuer breitet sich aus. Oh, das machen wir nur. Das ist wirklich furchtbar. Bitte trete zurück. Ja! Alles! Ja! Keine Sorge, ich mach das. Und los geht's. Wow! Das Feuer wird kleiner! Ja! Ja! Er hat das Feuer! Bitte! Ihr seid jetzt sicher. Hä? Wow! Wow, Frank, du warst spitze! Du bist der Beste! Du warst wirklich unglaublich! Oh, ihr seid alle zu freundlich. Vielen lieben Dank, Frank! Oh, du hast offenbar etwas Rauch eingeatmet. Ich glaube, du musst ins Krankenhaus. Wie? Das Krankenhaus? Keine Sorge, ich fühle mich doch super! Du hast zu viel Rauch eingeatmet. Du musst sofort zum Arzt. Es ist meine Pflicht, mich um Kranke zu kümmern. Alles klar. Gut gemacht, Alice. Du bist echt toll. Danke. Ich komme gleich wieder. Ich bringe jetzt Hanna ins Krankenhaus. Stellt bloß nichts an, bis Hanna wiederkommt, okay? Okay. Toll. Los geht's, Frank. Oh, übrigens, wir hatten heute viel Spaß. Wir waren hoffentlich nicht zu aufdringlich. Ganz und gar nicht. Wir hatten auch viel Spaß. Dürfen wir wieder vorbeikommen? Natürlich, gern. Kommt jederzeit vorbei. Ihr müsst wiederkommen. Wir warten auf dich, Frank. Alles, wir können wieder zusammen fernsehen. Fahren wir los. Bis später dann. Tschüss.
Die Feuerwehr Frank und der Krankenwagen Alice sind Freunde, auf die man sich in Gefahr verlassen kann. Vertragt euch, Frank und Alice! Der Krankenwagen Alice besucht Hannah. Finden wir heraus, warum. Ich bin so traurig. Keine Sorge. Ich repariere dich blitzschnell. Meine Sirene war plötzlich kaputt. Das ist kein gutes Zeichen. Ich baue dir sofort eine neue ein. Um die Sirene zu erreichen, brauche ich eine Leiter. Oh, da ist sie ja. Okay. Hannah! Oh, Tayo, was ist denn los? Hannah, etwas stimmt mit meinem Motor nicht. Hör zu! Das klingt aber gar nicht gut. Leider repariere ich im Moment Alice. Aber ich komme zu spät zur Arbeit. Kannst du mich zuerst reparieren? Nein, Tayo, Alice war zuerst hier. Oh, bitte hilf mir zuerst! Nein, Alice könnte zum Einsatz gerufen werden. Hannah, schon okay. Du kannst dir Tayo zuerst ansehen. Oh, wirklich? Das macht dir gar nichts aus? Nein, ich bin ja im Moment nicht auf Bereitschaft. Bitte! Alice hat nichts dagegen. Nun, wenn sie nichts dagegen hat, ich komme gleich wieder. Okay. Danke, Alice! Keine Ursache. Ich bin so froh, dass ich nicht zu spät bin. Oh, das war knapp. Mach den Weg frei! Es muss hier irgendwo brennen. Die Autos wurden langsamer, als sie sich dem Brandort näherten. Oh, es sind Frank und Alice. Warum bist du zu spät? Weißt du denn nicht, dass wir im Notfall nie zu spät kommen dürfen? Ja, ich weiß. Was ist denn los? Zum Glück wurde heute niemand verletzt. Aber was, wenn es so gewesen wäre? Ich wurde repariert. Da kann man doch nichts machen. Repariert? Du hättest vorher repariert werden sollen. Darum fuhr ich doch heute früh zu Hannah. Oh nein! Das ist, weil sie mich vorgelassen hat. Sie kam meinetwegen zu spät. Ich muss diesen Streit aufhalten. Oh! Oh nein! Ich werde sie nicht erreichen. Oh! Was ist denn los? Hör auf. Du redest dich nur raus. Du bist rücksichtslos. Ich gehe. Alles. Frank. Frank und Alice haben sich meinetwegen gestritten. Was soll ich nur tun? Hallo, wir sind wieder da. Willkommen zurück. Ich bin wieder da. Alles okay? Du siehst aber traurig aus. Eigentlich. Ach so, verstehe. Ja, es ist alles meine Schuld. Ich wünschte, sie würden sich vertragen. Es gibt bestimmt einen Weg. Hannah! Hallo, Toni. Hallo. Ich habe deine Bestellung. Oh, danke, Toni. Ich hab's! Ich habe eine tolle Idee! Eine tolle Idee? Ja, was denn? Kommt näher! Ich sag's euch! Also, ja, was denn? Also, was? Toni! Toni, kannst du uns einen Gefallen tun? Komm doch mal ganz kurz her! Was? Was ist los? Das ist das Krankenhaus, wo Alice arbeitet. Alice! Tayo! Hallöchen! Hallo, wie geht's deinem Motor? Danke, er ist jetzt okay. Das freut mich. Was gibt's? Es geht um Frank. Was ist mit Frank? Alice, er will sich bei dir entschuldigen. Was, wirklich? Warum ist er dann nicht selbst gekommen? Eigentlich ist er hier. Er ist hier? Wo? Wo ist er? Sieh, da drüben. Frank? Und, Gani? Schaut sie dann her? Ja, sie sieht mich an. Aber die Leiter bewegt sich die ganze Zeit. Halt still, Gani. Alice könnte merken, dass du es bist. Okay. Warum
versteckt er sich denn da? Hier stimmt was nicht. Oh, oh. Vielleicht ist er ja zu schüchtern, hierher zu kommen. Oh, wirklich? Und Frank sagte auch, dass er sich unbedingt bei dir vor dem Museum beim Rathaus entschuldigen möchte. Vor dem Museum? Hm. Okay, danke. Wirklich? Mhm. Nun, eine Entschuldigung kann ich ja wohl kaum ablehnen, oder? Okay, ich fahr dann jetzt. Okay, danke. Oh, er ist verschwunden. Hm, das Museum beim Rathaus. Hm, ich dachte nicht, dass er sich so schnell entschuldigt. Wo ist alles? Oh, ich glaube, sie ist gegangen. Es hat geklappt. Fahren wir zurück zum Depot. Wovon redest du? Wir müssen doch zusehen, ob sie sich vertragen. Fahren wir. Hallihallo. Hallo. Hallöchen. Hallöchen. Entschuldige, Garni. Ist das etwa eine Leiter auf deinem Dach? Ja. Du solltest keine Leiter herumtragen. Das ist sehr gefährlich. Das ist... Damit solltest du nicht spielen. Du kannst dich verletzen, wenn sie runterfällt. Nimm sie sofort runter. Oh, okay. Fahren wir, Pat. Okay, wir fahren los. Also okay, dann, Wiedersehen. Tschüss. Lass uns zurück zum Depot fahren und die Leiter runternehmen. Aber dann können wir nicht sehen, ob es geklappt hat. Wir fahren sofort, wenn sich Frank und alles vertragen. Komm schon, lahme Ente. Tayo, der kleine Bus. Inzwischen fuhr Tayo zur Feuerwehr, um Frank zu treffen. Frank übt das Feuerlöschen. Hä? Hi, Tayo. Oh nein, Tayo, bist du okay? Mir geht's gut. Oh, es tut mir leid, Tayo. Aber was ist denn los? Alles wollte, dass ich dir etwas ausrichte, Frank. Alles? Ja. Und, was ist es? Sie wollte sich wegen heute bei dir entschuldigen. Wirklich? Das klingt nicht nach alles. Das stimmt. Sie ist dort drüben. Das ist alles. Sie wollte nicht herkommen. Sie ist schüchtern. Wirklich? Ja. Sie will sich wirklich beim Museum vor dem Rathaus bei dir entschuldigen. Rathaus? Ja. Wird Hannah nicht böse, wenn sie merkt, dass wir die Sirene haben? Das ist okay. Wir bringen sie zurück, bevor sie es merkt. Tayo scheint wegzufahren. Oh. Warum hast du die Sirene eingeschaltet? Hab ich nicht. Sie ging an, weil sie kaputt ist. Lass uns schnell zum Rathaus fahren. Und? Ist Frank schon da? Nein, er ist noch nicht da. Ich hoffe wirklich, dass das klappt. Hey, Frank ist da. Oh, Frank. Ich bin froh, dass du da bist. Hallo. Frank? Tut mir leid, dass ich so streng mit dir war. Nein, es war meine Schuld. Ich war zu spät. Sorry, Frank. Mir tut es auch leid. Ihr beide seid wieder Freunde, oder? Ja, natürlich. Ja, natürlich. Juhu, ich freue mich so. Alles hat geklappt. Was? Fahren wir zurück zum Depot. Oh nein, die Leiter ruckelt herum. Was habt ihr denn vor? Pat! Rocky! Garni, sag mal, warum hast du denn immer noch die Leiter? Hey, ist das nicht eine Sirene? Ja, das stimmt. Warum hat Toni eine Sirene? Es ist, weil... Um Himmels Willen! Sache ist... Oh nein! Nein! Oh nein! Tayo, danke für deine Hilfe. Es tut uns leid. Tut es auch leid. Es tut mir leid. Ihr sagt uns besser, was hier los ist. Garni trägt eine Leiter. Dieser Krankenwagen ist doch Toni. Dann war das Auto, das ich sah. Tayo! Ich... Ja,
Also, du warst verkleidet? Ja, es tut uns leid. Sie haben sich meinetwegen gestritten. Also wollte ich ihnen helfen, sich zu vertragen. Tayo, es ist falsch, Leute so auszutricksen. Es tut mir leid. Habt ihr das gehört? Ja. Heißt das, ihr werdet euch nicht vertragen? Oh. Nein. Wir werden Freunde sein. Wir haben uns euretwegen vertragen. Wir können uns nicht weiter streiten. Wirklich? Danke für deine Versöhnungshilfe, Tayo. Ja, das haben wir euch zu verdanken. Hallo zusammen. Jemand hat gerade einen Brand gemeldet. Wir müssen los. Los geht's, alles. Darauf kannst du wetten. Ja. Frank und alles sind echt so cool, wenn sie zusammenarbeiten. Das stimmt. Frank und Alice sind wieder Freunde, dank der Bemühungen von Tayo und seinen Freunden.